Hallo und willkommen zur zweiten Folge vom Game-Based Podcast. Wir haben wieder ein bisschen recherchiert und uns ein cooles Thema ausgesucht. Heute möchten wir über Geschlechterdarstellung in Games reden und wir haben wieder jemanden richtig Cooles da. Ich freue mich mega, weil es auch so ein bisschen ist wie ein Déjà-vu. Sie wurde in der letzten Folge auch schon mal erwähnt und zwar die Helena, die früher auch bei der Computerspielschule gearbeitet hat. Hallo Helena. Hallo ihr beiden. Ja, vielleicht sage ich erstmal ein paar Sachen zu mir. Also ich studiere aktuell im dritten Semester den Masterstudiengang Kinder- und Jugendmedien an der Uni Erfurt, habe während meines Bachelors in Ludwigsburg, wie Nino bereits erwähnt hat, in der Computerspielschule Stuttgart gearbeitet und bin dann tatsächlich durch Dejan an meinen jetzigen Job gekommen, in dem ich als redaktionelle Mitarbeiterin der LFK die Website Games im Unterricht betreue. Genau, und wie du gerade schon gesagt hast, wir beide sind nicht alleine, Dejan ist auch da. Hi Dejan. Hallo zusammen. Ich freue mich auch riesig, jetzt auch mit Helena immer wieder im Gespräch zu sein und diesmal jetzt auch in einem Podcast. Deswegen, ja, schöne Konstellation. Genau, und ich habe vorhin auch schon gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Déjà-vu, weil wir haben ja schon mal Prototypen für den Podcast aufgenommen vor einer sehr langen Zeit und da hatten wir das auch zu dritt gemacht. Deswegen ist es ganz cool, dass wir das jetzt wieder machen können. Ich freue mich mega, mit euch beiden dann auch darüber zu reden. Und wie gesagt, wir wollen heute über Geschlechterdarstellung in Games reden. Und Helena hat dazu auch einen sehr interessanten Artikel mal auf der Games im Unterricht-Seite geschrieben. Dejan hat auch in seinen Präsentationen, die er regelmäßig hält, dieses Thema aufgegriffen. Und deswegen wollen wir unsere Expertise so ein bisschen zusammenfassen, was das angeht. Ich möchte da erstmal so ein bisschen Input geben aus den Gender Studies. Es ist ja so, dass in unserer Gesellschaft das zwei Geschlechtermodell dominiert. Also wir haben zum einen Männer und Frauen und bei der Geburt wird man da eben eingeteilt. Und je nachdem, ob man Mann oder Frau ist, hat die Gesellschaft gewisse Ansprüche an einen. Heißt, wenn du ein Mann bist, musst du stark sein und mutig und wenn du eine Frau bist, hast du elegant und hübsch zu sein. Jetzt mal ganz stereotypisch gedacht. Genau, das Ding ist, dass das alles so gesellschaftlich gegeben ist. Betrachtet man jetzt zum Beispiel das Beispiel Stöckelschuhe, dann sieht man, früher haben das Aristokraten getragen. Ein prominentes Beispiel ist da Charles II., der auf seinen Gemälden immer postet in Stöckelschuhen. Und mittlerweile ist es ja so, dass wir jedenfalls zu häufig Weiblichkeit mit Stöckelschuhen assoziieren. Heißt, das ist alles so ein bisschen gesellschaftlich geprägt und verändert sich immer wieder, weswegen es problematisch ist, jetzt Männern und Frauen gewisse Eigenschaften automatisch zuzuschreiben. Und Ähnliches passiert eben auch in Games. Digitale Figuren haben ja an sich kein physisches Geschlecht, da sie ja eben nur aus Codes und Pixeln bestehen. Und die Geschlechterzugehörigkeit wird von den EntwicklerInnen, den Spielern, durch Interpretation und Imagination so ein bisschen gegeben. Genau, das ist jetzt an sich nicht alles zu verteufeln, denn früher konnte man das auch einfach gar nicht anders darstellen. Man wollte den Charakteren irgendwie eine Geschichte geben und dann so ein klassisches Beispiel ist immer Pac-Man und Miss Pac-Man ist dann einfach Pac-Man mit einer Schleife drauf, so dass der Spieler weiß, ah ja, da handelt es sich um eine Frau, weil ein Mann trägt keine Schleife auf dem Kopf, jetzt ganz dumm gesagt. Oder eben dieser pinke Pixelhaufen soll eine Frau sein und der blaue Pixelhaufen soll ein Mann sein. Früher ging das nicht anders, mittlerweile haben wir sehr viel mehr Möglichkeiten. Das jetzt so im Groben einfach als Rahmen, damit wir darauf bezogen diskutieren können. Und ich hätte jetzt schon meine erste Frage an dich, Dejan, weil du ja am längsten von uns allen spielst. Du hast das ja am ehesten mitbekommen, wie das eben war von diesen Darstellungsformen. Wie hast du das wahrgenommen? Sag doch gleich, dass ich alt bin. aber in der Tat habe ich wahrscheinlich gespielt. Da wart ihr noch nicht mal geboren. Das ist Lebenserfahrung. Genau so. Klingt es natürlich sehr positiv und ist es auch. Ich bin ja tatsächlich auch mit Spielen, sage ich mal, mehr oder weniger aufgewachsen und bin auch in den 90er Jahren groß geworden. Und da war für mich ich hatte den Gameboy noch den ersten, der noch so in grün und schwarz dargestellt hat und hatte dann einen Amiga, also alles, wie du gesagt hast, noch so in diesem Pixel-Look. Und das Interessante dabei ist, dass man auch die Geschichten und Spiele, also man hatte ja keine Vertonung, oft war die Story relativ oberflächlich und es ging ja eher um die Spielmechanik. Das heißt, man hat dann wirklich nur diesen Pixelhaufen gehabt und musste dann sehr viel da reinprojizieren. Und gerade für mich als Kind damals auch, trotzdem waren das ja tolle Welten, in die ich da eingetaucht bin und habe mir da auch sehr viel vorgestellt und auch die Figuren, die ich da gesehen habe, waren für mich sehr lebendig, auch wenn sie eigentlich nur ein kleiner Pixelhaufen waren. Und jetzt gerade auch passend zu dem Thema fallen mir auch insbesondere Spiele ein. Also zum einen ein Charakter, der mich sehr geprägt hat und ein Spiel war Monkey Island, weil das eine Figur, also Guybrush Threepwood ist ein
möchte gern Pirat und Pirat verbindet man ja mit, ja, hier die Männer, die dann hier irgendwie Grog saufen und stark und brutal sind. Und Guybrush Threepwood war so ziemlich das Gegenteil davon. Das war so ein, ja, böse gesagt, Milchbubi, der halt irgendwie klein, naiv war und Pirat werden wollte, aber deswegen halt umso mehr Identifikationspotenzial geboten hat. Also das Kind konnte man sich mit dem super identifizieren, der halt jetzt nicht durch große Muskelstärke irgendwie seine Aufgaben gelöst hat, sondern eher durch ja, Schlauheit oder auch durch Witz und Humor. Und auch wenn er dann manchmal tollpatschig war, hat er es trotzdem immer wieder geschafft. Und was aber auch noch spannend an dem Spiel war und ist auch das weibliche Gegenstück, also die Gouverneurin Elaine Marley, was für die Zeit typisch war, Damsel in Distress, also die Frau die oder die Jungfrau in Nöten, die man retten muss. Und auch damit hat Monkey Island gespielt, allerdings ironisch. Also da war es dann so, auch da wurde die Gouverneurin dann vom bösen Geisterpiraten LeChuck entführt. Und als Guybrush Threepwood musste man sich da auch noch auf den Weg machen und sie retten. Nur der Witz war, sie braucht gar keine Hilfe. Das war dann, Vorsicht, Spoiler, am Ende stürmt man in die Kirche rein, um sie dann zu befreien und unter dem Brautkleid ist sie gar nicht, sondern da sind dann drei Affen und sie hat sich schon längst selbst befreit und hat überhaupt diese Hilfe nicht gebraucht. Und das ist das Schöne an diesem Charakter, dass das auch sich durch die Serie durchzieht. Also sie ist immer die, im zweiten Teil rettet sogar sie ihn, als er dann irgendwie dem Loch hängt und fast dort tödlich verunglückt. Und im dritten Teil, ja gut, da muss er sie dann retten, aber nur, weil er einen verfluchten Diamantring an den Finger steckt und sie sich in Gold verwandelt. Also insofern ist er sogar schuld daran, dass sie dann in der Misere ist. Und das, ja, ist einfach ein wunderschönes Beispiel. Und ich kann mich auch als Kind erinnern, wie ich mich einerseits mit Guybrush Threepwood super identifizieren konnte, aber andererseits halt auch Elaine Marley für mich so, wow, cool, das ist eine Frau, die ist nicht nur tough, die ist hübsch und toll und kann alles und ist aber trotzdem gewitzt und ja, waren einfach tolle Charaktere und hat mich so ein bisschen geprägt, auf jeden Fall. Das bietet ja jetzt schon dann eigentlich einen stärkeren Kontrast, also vor allem bei den Spielen früher dazu, wie Weiblichkeit und Männlichkeit oder halt Männer und Frauen dargestellt wurden. Weil wie du gerade gesagt hast, also bei mir ist immer Super Mario im Kopf, ich bin Mario und muss Prinzessin Peach retten, weil sie wird die ganze Zeit entführt und kriegt es nicht allein gebacken, irgendwie sich befreien zu können. Diese Geschichte wird da immer reingedrückt. Und du hast es ja jetzt auch gerade schon angesprochen, du konntest dich mit dem Charakter identifizieren, weil er eben ein bisschen tollpatschig ist und nicht diesem, was eben auch oft bei Männern vermittelt wird, ich habe ein Sixpack und Muskeln und ich kann alles. Genau. Absolut. Und du hattest sonst halt meistens so Stereotype. Also oft hast du irgendwelche, um im Fantasy-Genre zu bleiben, irgendwie Kämpfer, Diebe, Magier, die dann irgendwie Fähigkeiten hatten und die immer super toll waren und alles konnten. Und ja, wie gesagt, Adventure Games waren die wenigen Spiele, die wirklich eine tiefe Story hatten, wo man dann auch wirklich eine Charakterzeichnung hatte. Und dann war es gerade erfrischend, wenn dieser Charakter dann auch anders ist. Und das hat auch, ja, die Reihe auch sehr ausgemacht. Also Monkey Island ist deswegen heute auch noch legendär, weil die Charaktere eben interessant ist, weil es eben mit Klischees und Normen gebrochen hat. Und deswegen ist es irgendwie so hängen geblieben. Und Helena, wie empfindest du das jetzt direkt als Frau? Weil ich denke, es ist als Mann immer ein bisschen schwerer nachzuvollziehen, weil wir oft von den Stereotypen auch betroffen sind, aber halt oft nicht so negativ auch im realen Leben Konsequenzen dadurch kriegen, sage ich jetzt mal. Die Entwicklung davon, wie empfindest du die? Also ich finde, Dejan hat schon tatsächlich ein paar Dinge angesprochen, die ich mir auch vorgemerkt hatte, weil ich finde, wie du Nino auch schon gesagt hast, Stereotypisierung ist nicht zwangsläufig etwas Schlechtes. Es kann auch im richtigen Rahmen ziemlich cool rüberkommen und ich wünsche mir vor allem, dass Charaktere in ihrer Gestaltung authentisch und realistisch in das Spiel passen. Ich finde sogar bei extremen Stereotypen, wenn diese überspitzte Darstellung Kernelement des Spiels ist, also ganz krasses Beispiel, kennt ihr beide, Duke Nukem, worüber wir später noch sprechen werden, so. Ja. Es gehört irgendwie dazu, es macht den halben Spaß aus und ich finde, man merkt halt relativ leicht, ob Stereotype Teil des Spielkonzepts sind, oder ob da einfach nur immer das gleiche Klischee draufgezwängt wird, weil man das vielleicht in der Vergangenheit so gemacht hat, weil man glaubt, dass die Spielerinnen das irgendwie wollen oder so. Also blöd gesagt, zum Beispiel ein und dasselbe Klischee, der sexy Sidekick ohne eigene Handlungsfähigkeit, der in jedem Mainstream, in jedem AAA-Titel auftaucht. So. Also dann ist man natürlich schon ein bisschen genervt auf Dauer, wenn man das Gefühl hat, es gibt keine Alternativen. Aber ich finde trotzdem, dass sich das echt gut gewandelt hat. Also man hat doch schon viele Auswahlmöglichkeiten.
Genau, und der Wandel ist da, die Sachen verändern sich. Du hast auch sehr ähnliche Sachen erzählt wie Caroline Kebekus in ihrem neuen Buch. Die hat ja auch gesagt gehabt, dass sie es immer nervig fand früher, dass es halt die weiblichen Rollen dann immer nur der Sidekick waren. Und wenn man sie wählen konnte, waren sie dann irgendwie ja schwächer oder schlechter. Ich glaube, bei Tekken ist das auch oft der Fall. Genau, und wir haben ja auch zwei Beispiele rausgesucht, beziehungsweise auch mehrere Beispiele, über die wir reden möchten. Was die stereotypische Darstellung von Frauen und Männern angeht. Und ich würde jetzt einfach mal mit den Frauen anfangen. Und zwar als allererstes würde ich kurz auf Lara Croft kommen, da die eben einfach sehr präsent ist und wir immer wieder darauf gestoßen sind, auch bei unseren Recherchen. Und ich würde einfach auch wieder an deren weitergeben, weil du, glaube ich, die meisten Lara Croft-Spiele bzw. Tomb Raider-Spiele gespielt hast. Nicht die meisten. Diese frühe Phase von Lara Croft, als es aufkam, habe ich mitbekommen. Also ich weiß noch, als ich das erste Spiel gesehen habe, das war damals, muss man nur sagen, auch technisch revolutionär. Also das war was ganz Besonderes, dass man sich da in so eine 3D-Umgebung bewegen konnte und auch die Figur einfach als volle Figur dargestellt wurde. Aus heutiger Sicht natürlich alles sehr pixelig, aber für die damalige Zeit wirklich revolutionär. Und das war vermute ich auch ein Grund, warum man sich entschieden hat, da Lara Croft also als weiblichen Charakter zu nehmen. Klingt jetzt auch komisch, aber zu der Zeit war die Zielgruppe ganz klar männlich noch. Also es war Mitte der 90er, als Tomb Raider 1 aufkam und dann den zweiten habe ich tatsächlich noch auf der PlayStation sehr viel gespielt. Den dritten habe ich mir sogar selbst gekauft. Also ganz so falsch ist es nicht. Ich habe schon einige Teile dann auch gespielt. Und dadurch, dass man jetzt eine Figur von außen gesehen hat, also 3D-Grafik war eh schon damals noch, sage ich mal, relativ neu und selten. Und dass man jetzt auch eine Figur komplett animiert mit Bewegungen hatte. Und meine Vermutung ist tatsächlich, dass die Entwickler, und ich sag wahrscheinlich waren es auch überwiegend Entwickler, die dahinter standen, auch mit dem Anbetracht, okay, männliche Zielgruppe, ja, wenn man die ganze Zeit jetzt eine Figur von außen anschaut, dann lass man das doch wenigstens eine hübsche Frau sein, die das ist. Und es gab jetzt auch in ersten Teil ist keine super tiefe Geschichte oder dass man jetzt sagt, okay, da hat sich da enorm eine Charakterentwicklung gezeichnet, sondern es ging eher darum, okay, man hat die Figur, die man eben beobachtet und hat da sehr viel reinprojiziert und, oder sich das halt irgendwie, ja, eben angeschaut. Und daher eben auch diese Bewegungen und das, was eben als besonders ästhetisch empfunden wurde, um nicht zu sagen irgendwie erotisch oder sowas, dann gab es halt diesen hat man eben eine Frau genommen. Und die wurde im positiven Sinne, muss man ja sagen, ist es immerhin eine starke Frau. Also so, die ist jetzt keineswegs eine negative Figur. Oder es ist jetzt nicht die Damsel in Distress, also irgendwie die Prinzessin, die man retten muss, sondern das ist wirklich eine, die komplett alles selbst in die Hand nimmt. Aber eigentlich ist sie fast wie ein männlicher Held. Und nur, dass sie eben diesen ja fast schon Pin-Up-Charakter hatte, also ihre Proportionen sind auch legendär. Also dass sie in den ersten Versionen auch eine Oberweite hatte, die jenseits der, ja, sag ich mal, normalen Proportionen ist. Und ich kann mich sogar an einen Freund erinnern, einen Schulfreund, der hatte ein Poster von ihr im Zimmer hängen, wo sie dann ja, halbnackt sich im Bett geregelt hat und mag jetzt sehr cringe klingen und creepy, aber es war halt damals, boah, okay, für die Gamer jetzt endlich mal irgendwie so ein ja, Sexsymbol, sage ich mal. Und man muss ja auch sagen, man muss das auch mit anderen Medien vergleichen. Also das gab es ja genauso auch bei Filmen, bei ja, Popstars etc. Also insofern war das insofern nichts Ungewöhnliches, dass Jugendliche auch da irgendwie ihre ja, Schwärmereien haben und sich das, nur dass es halt zum ersten Mal ein virtueller Charakter war. Und ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, es gab dann auch das Video von den Ärzten, Männer sind Schweine, was dadurch bekannt wurde, dass sie halt Lara Croft im Video drin hatten und das war natürlich mega. Also das war komplett am Zahn der Zeit und dieses Video, ich habe es geliebt, weil es einfach so cool war. Bei Lara Croft ist allerdings interessant, dass sich dieser Charakter extrem entwickelt hat. Also wenn man sich jetzt die neueren Teile anschaut, die habe ich jetzt wiederum selber kaum gespielt. Nicht, weil mich jetzt, keine Ahnung, abgeschreckt hat, dass sie sich entwickelt hat. Nein, im Gegenteil. Ich habe gar keinen Bock mehr, wo die so doof aussieht. Ja, genau. So, ja. Wo die nicht mehr diese Brüste hat, also nee. Genau. Nein, aber es ist tatsächlich eher vom stehe ich jetzt einfach auf andere Genres und fand es aber sehr interessant und man allein schon so quasi vom Äußerlichen her hat sich der Charakter entwickelt, ist immer noch eine hübsche Frau, muss man auch klar sagen, ist jetzt nicht irgendwie so, dass man da jetzt vom Schönheitsideal komplett abgewichen ist, aber es ist jetzt zumindest von den Körperproportionen normaler, sie ist auch verletzlicher geworden, also sie ist jetzt nicht so zum ultimativen, unbesiegbaren ja, Panzer, sondern oder Heldin
Genau, sondern die ist jetzt wirklich eine Figur, die auch menschlicher ist. Wobei das immer im Widerspruch steht, das wurde dann auch angekreidet an den neuen Teilen, dass sie auf der einen Seite sehr verletzlich ist und ständig dann auch irgendwie ja, Schmerzen hat, aber auf der anderen Seite Dutzende von Gegnern umschießt und da auch kein Wort drüber verliert, dass sie da eigentlich ja, ständig Leute tötet. Es ist witzig, du hast gerade ja schon gesagt, das sind halt so starke Heldinnen wie eben die Männer und das ist halt irgendwie so ein bisschen das Klischee so, genau. Dass man dann sagt, wir bringen eine starke Frau ein, aber im Grunde genommen ist sie einfach nur dasselbe wie starke männliche Helden, nur eben als Frau. Und es hat sich aber nichts daran geändert, wie Stärke reproduziert wird, wie das dargestellt wird, was ich persönlich ein bisschen schade finde so. Also mich nervt es, glaube ich, vor allem auch dann noch so aufs Aussehen bezogen, wenn es für das Spielkonzept eigentlich echt irrelevant ist, dass die Frau gut aussieht. Und trotzdem ist sie auf allen Ebenen heiß dargestellt, weil man laut Protokoll pro Spiel eine besonders heiße Frau braucht. Und ich weiß noch, dass wir bei unserem Podcast Prototyp darüber gesprochen haben, über dieses Video von Batman und Catwoman. Oh ja. Ich glaube, Batman Arkham Knight ist das Spiel, wo jemand auf YouTube die Charaktermodelle vertauscht hat. Und dadurch ist Catwoman halt ist Batman derjenige, der so mit sexy Hüftschwung um Catwoman herumtänzelt und Catwoman steht da nur so betont cool und das bringt ziemlich gut auf den Punkt und ja, ein relevanter Punkt bei Catwoman ist natürlich ihre Attraktivität und das will ich auch absolut nicht absprechen, das ist absolut beides machbar so, es ist nur wichtig, dass das nicht der allgemeine Standard ist und dass es nicht so sich auf den kompletten Mainstream bezieht und ich glaube, das ist auch so mit ein Grund, warum ich persönlich eher zu storylastigen Spielen tendiere. Also, Dejan, du meintest auch zwischendurch, du würdest dich genretechnisch jetzt auch viel an Adventures orientieren, was ich absolut verstehen kann, weil die sich natürlich aufgrund ihrer Struktur viel mehr Zeit dafür nehmen lassen können, auch vielleicht mentale, soziale, emotionale Stärke zu zeigen und es nicht immer dieses Hau drauf ist, was es auch weiterhin geben soll. Aber es ist halt nicht, es sollte nicht die Norm sein, finde ich. Also es sollte eine große Vielfalt geben. Ich habe da auch noch einen ganz interessanten Gedanken zu. Und zwar habe ich das Gefühl, wenn man jetzt, wir haben ja vorhin auch angesprochen, dass das ja nicht nur in Games so ist, sondern es war ja auch in Filmen und auch in der Musikindustrie so, dass Frauen am Anfang eher durch sehr erotische oder sexuelle, ich sage jetzt mal Handlungen, einfach auch Interesse von der Öffentlichkeit bekommen haben. Und das würde mich jetzt interessieren, Helena, was du dazu denkst, dass ich das Gefühl habe, dass wenn du in eine männlich geprägte Industrie rein willst, wenn man jetzt alle verschiedenen Medienindustrien anguckt, war es oft so, dass die Frauen gar nicht anders reingekommen sind, als so dargestellt zu werden und sich dann später diese Entwicklung gegeben hat, dass man dann auch in mehr tiefgründige Sachen gehen konnte. So habe ich das Gefühl, ist es auch bei Videospielen. Also ich denke, das, was du gesagt hast, lässt sich auf ziemlich viele Branchen dieser Welt beziehen. Weil, also wie du ja auch am Anfang erklärt hast, ist es doch irgendwie eine heteronormativ geprägte Gesellschaft, in der wir leben. Und da zeigt sich auch ein Stück weit so das Machtgefälle. Weil wenn Frau eben das Gefühl hat, nicht anders da reinzukommen, anstatt sich eben so deren Forderungen, deren Erwartungen zu unterwerfen, ja, extrem schwierig. Ich glaube, das muss ich nicht noch extra erklären. Und man merkt es natürlich auch, also in der Games-Branche ist es schon auch so, dass es mittlerweile diverser geworden ist, wer da so mitarbeitet. Aber lange Zeit war das ja nicht so. Also das war doch eine ziemlich männlich dominierte Branche. Und deswegen merkt man, glaube ich, auch oft in gerade älteren Games, wie zum Beispiel das, worüber Dejan gerade gesprochen hat, merkt man noch so diesen Male Gaze. Also um das zu erklären, das ist so dieser männliche, heterosexuelle Blick so. Nachdem halt Frauen als sexuelle Objekte dargestellt werden. Rückblickend darauf zu schauen, also ich weiß nicht, ich würde jetzt mal dazu tendieren, ich bin nicht zu diesen Zeiten geboren so. Das bedeutet, die ganzen Spiele, die ich jetzt so spiele, die sind da schon relativ fernab, auch aufgrund der Genres, die ich so präferiere. Aber ich glaube nicht, dass ich da so, weiß ich nicht. Also ich würde mir die Spiele, glaube ich, auch einfach nicht aussuchen, weil ich das Gefühl hätte, dass diese Erwartungen, also die Darstellungsform, die beeinflusst ja auch ein Stück weit die eigene Erwartungshaltung und das eigene Bild von Geschlechterrollen. Und ich glaube nicht, dass ich mich so wohlfühlen würde damit. So. Aber deshalb bin ich umso erleichterter, dass sich das so ziemlich gewandelt hat, doch in den letzten Jahren, und dass es sich auch immer noch wandelt. Gerade für die stereotypische Darstellung von Frauen gibt es noch ein interessantes Beispiel, das ich und Dejan auch mal besprochen hatten. Gerade weil es so, ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen dieser Zwischenphase. Es ist immer noch sehr sexuell, aber trotzdem auch so ein Charakter oder eine Frau, die halt echt Power hat. Und zwar das Beispiel Bayonetta.
für die Leute, die das Spiel nicht kennen, da spielt man eine Hexe, die Bayonetta heißt und die ist eine Überlebende von der mittelalterlichen Hexenverfolgung und da gibt es sehr viel Nah- und Fernkampf und man kann komplexe Attacken machen und man kämpft gegen sowohl Engel als auch teufelsähnliche Wesen. Und Bayonetta ist echt cool und kann richtig jemanden aufs Maul hauen, aber sie ist halt immer sehr, sehr erotisch dargestellt. Dejan, du hast das Spiel sehr intensiv gespielt. Willst du dazu was sagen, wie du das wahrgenommen hast? Also ich habe das Spiel auch deswegen gespielt, weil ich sehr viel Gutes darüber gehört habe, sowohl vom Gameplay her als auch vom Artdesign. Und klar, mir war bewusst, also das war dann in Moves, man hat Bayonetta, die ja zeigt wirklich ihre Weiblichkeit, um es jetzt mal irgendwie anders auszudrücken, indem sie halt wirklich sehr gelenkig ist mit ihren Beinen. Sie hat auch hohe Stöckelschuhe, da haben wir wieder die Stöckelschuhe, ja. Hat daran irgendwie Pistolen und ist, sage ich mal, da sehr stark ins weiblich auch inszeniert. Aber so von ihrer Rolle her ist sie gleichzeitig, wie gesagt, eine super selbstbestimmte und kompetente Protagonistin. Und sie ist auch nicht jemand, die irgendeinem Kerl hinterherrennt oder ähnliches, sondern sie ist immer die, die, sag ich mal, ja, die Fäden in der Hand hält und absolut weiß, was sie zu tun hat und, wie gesagt, absolut selbstbestimmt ist. Und deswegen, also ich fand es in diesem Kontrast spannend und auch in der Darstellung. Also auf der einen Seite könnte man sagen, wenn man es jetzt beschreibt, keine Ahnung, wie sie sich räkelt und wie sie irgendwie auch mit den Beinen, wirkt es sehr sexualisiert, auf der anderen Seite aber auch sehr ästhetisch auch. Also das Spiel zeichnet sich wirklich durch sein Artdesign aus, dass es wirklich mit interessantesten Formen, Animationen etc. Das Ganze rausnimmt. Und man könnte sogar einzelne Screenshots, kann man so als ja, auch Kunstwerke sehen. Also es ist jetzt nicht irgendwie, keine Ahnung, pornografisch, sondern es ist eher, wie gesagt, so sehr künstlerisch inszeniert. Und daher fand ich insgesamt stimmig. Aber es ist natürlich trotzdem auch in seiner Darstellung ein Spiel, was sich auch an Erwachsene richtet. Also das hat auch eine USK 18 und jetzt weniger auch wegen dem Gewaltaspekt, sondern auch wahrscheinlich wegen der Sexualisierung. Aber deswegen so ein, für Erwachsene, finde ich, ist das okay. Und ich denke, ich weiß nicht, Elena, du hast ja auch bestimmt, wenn du es nicht selber gespielt hast, aber bestimmt einiges gesehen zu Bayonetta. Was wäre so dein Eindruck? Also ich habe es nicht selbst gespielt tatsächlich, aber Nino hatte mir bereits im Vorfeld gesagt, dass er das gerne ansprechen würde. Deshalb habe ich mich mal ein bisschen reingeschaut und so. Und die Sache mit Bayonetta, also ich muss dir in vielen Punkten absolut zustimmen. Weil erstens ist das an Erwachsene gerichtet. Das macht einen riesen Unterschied, wenn man schon so in seiner Werteskala gefestigt ist und da mit einem festgelegten Blick darauf schaut und einem deshalb vielleicht auch bewusst ist, dass hier ein bisschen mit Extremen gespielt wird. Zumal es bei Bayonetta, wenn ich das richtig gesehen habe, auch so ist, dass nicht nur sie erotisch auftritt. Also es ist wirklich auch irgendwelche Alienwesen, keine Ahnung, die werden halt auch ähnlich dargestellt und das zieht sich scheinbar durch das gesamte Spiel, was es für mich ein bisschen besser macht und es so ein bisschen auch auf die Stufe von Duke Nukem hebt, so, dass es einfach Teil des Spielkonzeptes ist. Und auch ein wichtiges Stichwort, was du gesagt hast, Selbstbestimmung. Also, ich meine, wir sind, glaube ich, alle nicht dafür, dass nie wieder Frauen so dargestellt werden, als würden sie offen mit ihrer Sexualität umgehen und sich vielleicht auch freizügig kleiden und zeigen. Absolut kein Problem. Es gibt nur einen Unterschied, ob man das Gefühl hat, es ist selbstbestimmt geschehen oder es ist jetzt nur zum Zwecke der Objektifizierung durch andere männliche Charaktere zum Beispiel. Und natürlich dementsprechend auch die männlichen Zuschauer. Da sind wir bei Duke Nukem, wenn du es gerade eh ansprichst. Und ich finde, das ist auch eine gute Gelegenheit, dann jetzt auch die Perspektive mal einzunehmen. Weil es ist tatsächlich auch ein Spiel, ich selber habe es damals noch nicht gespielt, sondern eher bei meinem großen Bruder gesehen, wie er es gespielt hat. Und ich fand es auf der einen Seite super lustig, weil es ist halt so der absolute Macho-Typ, der sich auch völlig überzogen. Also man muss auch klar sagen, dieses Spiel, wer das ernst nimmt, der hat das Spiel nicht ganz verstanden. Also der Typ ist auch Macho over the top. Also auch die Sprüche, die er bringt, sind völlig provokant. Aber was man dem Spiel trotzdem ankreiden muss, ist, finde ich, weniger wie der Mann quasi dargestellt wird, der ist einfach ein völlig überzogener, sondern vor allem, wie die Frauen in dem Spiel dargestellt werden. Also in den ersten Duke Nukem-Teilen waren die immer quasi, also nicht nur die Prinzessinnen Nöten, sondern das waren tatsächlich dann nackte Frauen, die irgendwo hängen und gefesselt sind und der die dann entweder befreien oder gar erlösen muss irgendwie. Also so, das ist ein ultrakritisches Bild, also wird aus heutiger Sicht überhaupt nicht mehr tragbar. Und das finde ich bei dem Spiel tatsächlich das Schwierigere. Also Duke Nukem, wie gesagt, dass der ein blöder Macho-Sexist ist, das, ja, sei mal dahingestellt, aber das ist ja, wie gesagt, auch in der Übertreibung eigentlich klar.
Aber ich weiß noch, wir hatten uns, glaube ich, schon mal vor ein paar Wochen über dieses Spiel unterhalten, Dejan. Ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst. Und da hatten wir es auch davon, dass das Interessante an Duke Nukem natürlich ist, dass es die Darstellung ist ziemlich fragwürdig, nicht wirklich ernst zu nehmen, aber es werden trotzdem gute Werte vermittelt. Sowas wie Selbstbewusstsein zum Beispiel. Und wenn man sich dann so ein bisschen davon löst, dass wie es halt, also wie Geschlechterrollen dargestellt werden oder so, und sich mehr darauf bezieht, wie krass er durch die Welt geht und sich für einen oberkrassen Checker hält, so. Es ist nicht alles schlecht an diesem Spiel, es ist natürlich auch nicht alles gut, das will ich nicht bestreiten, absolut nicht. Aber es ist trotzdem echt interessant, so was für eine Grauzone das ist und wie viele verschiedene Faktoren doch damit reinspielen. Was vor allem auch interessant ist bei Duke Nukem ist, er hat ja auch wieder diese typische Soldatenrolle, also dieses der starke Mann etc. Und was halt auch lustig ist im Spiel, weil man muss auch einfach sagen, wie Dejan es gesagt hat, man darf es nicht zu ernst nehmen. Es ist auch auf eine gewisse Art und Weise, wenn ich es jetzt in Jugendsprache sagen würde, iconic, wie lustig und übertrieben das dargestellt ist, dass er halt so seinen Ego-Balken hat und den muss er immer wieder auffüllen, damit er die Aliens besser zerstören kann. Und das kann er beispielsweise machen, indem man irgendwie im Stehen pinkelt. Man muss so besonders männliche Sachen machen oder Alien-Brüste, die an der Wand sind, kaputt kloppen, bis Milch rauskommt oder so. Also das ist wieder so absurd, dass es halt wieder lustig ist. Und wenn man das nicht zu ernst nimmt, kann man da trotzdem sehr viel Spaß haben. Ich kann mir auch ehrlich nicht vorstellen, dass man das ernst nimmt. Also, wenn ich das jetzt so höre, Dejan, hast du das damals irgendwie ernst genommen? Nein, natürlich nicht ernst genommen. Aber man muss schon sagen, wenn das Jugendliche quasi spielen, das ist ja natürlich was man auch imitiert. Also auch seine Sprüche, die sind ja auch ikonisch und werden immer wieder zitiert. Und auch, sage ich mal, nicht nur als, ich meine es ironisch zitiert, sondern hey, hail to the king, yeah, ich bin der Größte, ich bin der Stärkste. Also das kann man durchaus quasi auch so für sich übernehmen. Und es sind ja wirklich auch, also ich kann es aus eigener Kindheit, Jugend bestätigen, dass man sich natürlich schon sehr an den Helden orientiert und sagt so, ah, da möchte ich so werden wie er. Und wie gesagt, wie Duke mit Frauen umgeht, das ist halt kein Vorbild, muss man ganz klar sagen. Und das ist was, wenn man das auch nur unbewusst so ein bisschen mitnimmt und auch, wie gesagt, diese Respektlosigkeit, die da in diesem ganzen Spiel drin ist, das finde ich schon kritisch. Also, wie gesagt, ich will das Spiel überhaupt nicht absprechen. Für Erwachsene seit damals revolutionär und hat auch Spaß gemacht, aber ich finde, man kann es nicht so unkommentiert stehen lassen. Und aus unserer Sicht, wie gesagt, heute ist es klar, kann man das alles sehr reflektiert nachvollziehen, aber für Jugendliche, für Kinder, die das einfach nur nachmachen und sich keine Gedanken drüber machen, also finde ich es doch ein bisschen schwierig. Vor allem, wenn man bedenkt, dass es gesellschaftlich heute wahrscheinlich auch gar nicht mehr so akzeptiert werden würde, wenn so ein Spiel so rauskommt. Das würde heute auch gar nicht mehr funktionieren. Und Dejan, du hattest es ja vorhin von seinen Sprüchen, die so ja auch iconic sind. Und ich habe jetzt mal zwei rausgesucht, wo er natürlich über seine Balls redet. Die würde ich euch ganz vorspielen, weil so bekommt man einen ganz guten Eindruck davon, wie er redet und wie er wirkt. I've got balls of steel. Have a taste of my ball. Genau, und diese Sprüche werden auch nicht viel tiefgründiger. Es geht immer in die gleiche Richtung und ja, ist lustig. Aber wie du gesagt hast, Dejan, klar, wenn ich jugendlich bin, dann kann es sein, dass ich eben imitiere, weil ich mich ja an meinen Helden orientiere. Die Sache ist natürlich auch die bei Kindern und Jugendlichen, ja, also Identitätsbildung ist ein lebenslanger Prozess, sowieso. Aber bei Kindern und Jugendlichen ist es ja so, dass gewisse Entwicklungsaufgaben bewältigt werden müssen im Verlauf ihrer Kindheit und Jugend. Und dazu gehört unter anderem das Erlernen von angemessenem sozialen Rollenverhalten und die Entwicklung einer Werteskala. Und wenn du in diesem wirklich unsicheren Prozess solche Spiele spielst, dann bin ich absolut bei Dejan, dass das nicht sehr pädagogisch wertvoll ist und man da extrem kritisch dran gehen muss. Weil es natürlich, also die Bewältigung von Entwicklungsaufgaben, die orientiert sich ja vermehrt an medialen Bildern und Medienerfahrungen, so. Und solche Identifikationsfiguren spielen eine extrem wichtige Rolle, vor allem wenn man so einen Blick in die neueste Gym-Studie wirft und feststellt, dass über 2/3 der Jugendlichen regelmäßig zocken. Also da merkt man, was für einen Stellenwert Gaming einfach hat. Also da sind wir auch gerade auch bei dem Punkt Entwicklungsaufgaben und gerade nichtsdestotrotz, auch wenn wir sagen, inzwischen spielen auch viele Mädchen, Frauen Spiele, ist es für Jungs doch nochmal eine größere Bedeutung, weil gerade jetzt auch ja, so storylastigere Spiele, die auch länger gehen, wo man sich mehr vertieft, werden doch noch überwiegend von Jungs gespielt. Und für die ist es eben wichtig, was für Rollenbilder werden da vermittelt. Und wir hatten es schon früh, fing es dann an, also oft, auch bei Spielen geht es oft um Konflikte und da sind so naheliegende Rollen, irgendwelche Kämpfer, Soldaten, Barbaren oder halt Superhelden oder irgendjemand, der stark ist. Und das sind halt die Hauptwerte, die im Spiel dann immer rüberkommen.
Und auch wenn man sich gerade Actionspiele anschaut, da viel war dann die große Ausnahme. Also ein Held, der, wie ich finde, ein bisschen überschätzt ist, darf ich gar nicht sagen, ist Gordon Freeman aus Half-Life. Aber was man ihm echt lassen muss, allein dadurch, dass er eben kein Soldat war. Also Half-Life ist ein Ego-Shooter, der wirklich, sag ich mal, prägend war und wichtig in der Spielehistorie. Und es war seit einer der ersten, wo man eben keinen Soldaten gespielt hat oder keine Kampffigur, sondern es war eigentlich ein Wissenschaftler. Dass der dann am Ende trotzdem sehr viel kämpft, das ist dem Genre einerseits geschuldet, aber auf der anderen Seite hat man dann trotzdem zwischendrin Rätsel und es war dann auch glaubhaft, dass er als Wissenschaftler, sag ich mal, auch mit diesen komplexen Themen dann zurechtkommt. Und ich persönlich finde es ein bisschen schade, es wird ihm zwar vorgehalten, und dass er nie ein Wort spricht. Also es ist tatsächlich ein stummer Charakter und das wird zwar auch irgendwie akzeptiert und es wird trotzdem als okay gesehen. Aber wenn man jetzt die Weiterentwicklung sieht, also Half-Life Alyx ist ein VR-Spiel, was eben mit Alyx, der Name sagt schon, ist quasi eine weibliche Protagonistin, die man dann spielt. Und was ich da beeindruckend finde, das ist auch noch ein VR-Spiel, also man ist vollkommen drin und das spiele ich gerade auch aktuell selbst und bin da sehr beeindruckt, wie sehr man drin versinkt. Und spannend ist auch, dass es überhaupt kein Problem ist, also auch für mich als Mann jetzt quasi eine weibliche Hauptfigur selbst in VR-Technik zu spielen. Das funktioniert problemlos, man kann sich super identifizieren und im Gegensatz zu Gordon Freeman spricht Alyx sogar und hat auch eine eigene Stimme und ich finde das sogar sehr angenehm, dass man dann auch wirklich in Dialoge kommt und insofern da auch eine sehr schöne Entwicklung. Also das ist was, glaube ich, sich durchzieht. Also ich hatte am Anfang ja auch schon gesagt, bei Samus Aran hat sich das entwickelt als Figur Lara Croft von Tomb Raider, aber eben auch bei Half-Life von Gordon Freeman zu Alyx, man sieht, da entstehen immer ja, besser gezeichnete Figuren, die auch immer tiefer werden. Ja, und was besonders cool daran ist, ist ja, du hast ja gerade gesagt, du spielst einen weiblichen Charakter. Und das ist was Games dir ermöglichen. Du kannst jetzt zum Beispiel als Mann eine Frau spielen oder als Frau einen Mann oder auch diverse Charaktere. Und das ist ja voll cool. Du kannst Erfahrungen sammeln, die dir im realen Leben wahrscheinlich verwehrt blieben. Und wie wir ja schon gesagt haben, das wandelt sich ja alles. Ich habe mir auch mal angeguckt, wie das jetzt zusammenhängen könnte mit der Verteilung von Entwickler und EntwicklerInnen. Und wenn man sich anguckt, ist die Tendenz tatsächlich steigend. Mittlerweile, 2021, waren es 30% Frauen, 61% Männer und 8%, die sich als divers identifiziert haben. Und Tendenz steigend, was bei Frauen und diversen Leuten angeht. Und dadurch entsteht ja diese Möglichkeit, auch noch viel mehr Sachen aufzuzeigen und sich in diese Charaktere hineinzuversetzen, wo man eben normalerweise nie die Möglichkeit hätte, diese Erfahrungen zu sammeln. Ich denke auch, oft ist es unabhängig vom Geschlecht, welche Erfahrungen die Figuren machen und es geht auch gar nicht primär darum. Also mir fällt da zum Beispiel direkt Max Caulfield aus Life is Strange ein. Life is Strange ist, glaube ich, vielen bekannt. Also man spielt die junge Fotografiestudentin Max an der Blackwell Academy in so einem kleinen amerikanischen Ort, wenn ich mich richtig erinnere, so an der Küste. Und sie kommt halt nach vielen Jahren zurück und gerät dann direkt in so einen Strudel an sehr merkwürdigen Dingen, die so passieren. Also es ist schwer dazu, also ich will nicht zu viel verraten. So. Es ist auf jeden Fall ein sehr cooles Spiel und Kernelement des Spiels ist, dass Max relativ schnell bemerkt, dass sie die Zeit zurückdrehen kann. Und die Sache mit Max ist, dass sie ziemlich unperfekt ist, aber auch dabei sehr facettenreich. Also sie ist zum Beispiel extrem selbstkritisch, glaubt nicht so wirklich an ihr künstlerisches Talent, ist unentschlossen, in sich gekehrt, zeitgleich aber auch sehr vernünftig und für eine junge Frau ziemlich reif, finde ich. Und sie gewinnt auch so im Verlauf der Handlung noch mehr an Selbstbewusstsein und Mut, was ich eine schöne Entwicklung finde, wo sich natürlich so ein Action-Adventure auch viel Zeit lassen kann, um diese Entwicklung nahe zu beleuchten. Und ich denke, gerade so im jugendlichen Alter sind da so Eigenschaften, die viele von uns nachvollziehen können. Also diese Unentschlossenheit, diese Unsicherheit und da ist es wirklich völlig egal, welches Geschlecht wir spielen. Ja, vor allem bei Max ist das mega gut rübergekommen, dadurch, dass sie eben diese Entwicklung durchmacht und wie du gesagt hast, wir haben das alle gehabt, Leute, die jetzt in der Pubertät sind. Also ich kann mir vorstellen, hätte ich das damals schon gespielt, hätte ich das auch mega toll gefunden und da war es ja auch nicht so, dass Max mega schwach ist, weil sie eine Frau ist oder das so rübergekommen ist, wie es bei manchen Spielen früher mittlerweile nicht mehr so sehr rüberkommt. Und das ist das, deswegen finde ich, Life is Strange ist auch ein sehr gutes Beispiel dafür, wie sich diese Entwicklung sichtbar macht, ja.
Ja, quasi bei mir auch der Guybrush Threepwood-Effekt. Also wie bei Monkey Island war man dann froh, jemanden zu haben, der irgendwie menschlich ist und der tatsächlich viele Facetten hat. Und ich denke, das ist generell die Entwicklung, die wir jetzt gerade beobachten. Also wenn man sich jetzt, wir haben uns ja auch ein bisschen vorbereitet, habe dazu auch jetzt geschaut, was es da an Studien gab. Und viele Studien sind eben noch aus einer Zeit, als auch die Branche und mit einer Zeit, das klingt so, als wäre das irgendwie vor 20 Jahren gewesen. Nein, also momentan ist die Entwicklung so rasant, dass selbst Studien, die irgendwie vor 5 Jahren oder vor 10 Jahren stattgefunden haben, sage ich mal, nicht mehr aktuell sind, aber tatsächlich damals eben noch dieses Bild klar auch rübergebracht haben, dass sowohl die Games-Branche absolut männerdominiert war, aber auch die Zielgruppe und Spielerschaft. Und das hatte wiederum zur Folge, dass auch allein an Spielefiguren, es gab einfach, glaube ich, nur 30% Spiele, die überhaupt weibliche Charaktere hatten. Oder es waren Charaktere, die vielleicht abstrakt waren, aber auf jeden Fall waren weibliche Charaktere total unterrepräsentiert und eben in diesen Rollen, die wir genannt haben. Also entweder irgendwie die Prinzessin, die gerettet werden muss, oder eben vielleicht noch so die Intelligente gab es dann auch manchmal, also so im Gegensatz zum stumpfen Soldaten. Aber oft waren das eben sehr passive Rollen und eben nicht die Helden, die dann, oder Heldinnen in dem Fall, die das in die Hand nehmen. Früher wurden Games ja in kleinen Teams entwickelt, also da war ein Team schon mit 4, 5 Leuten relativ groß, sage ich mal, in 80er, 90er Jahren. Jetzt sind ja da hunderte Leute bei so großen sogenannten AAA-Titeln beteiligt. Und dementsprechend hat man da auch, sage ich mal, klassischere Unternehmensstrukturen, die so oder so, also Helena, du hast ja gemeint, ist ja auch in anderen Branchen sehr leider noch so sehr anfällig, dass es auch sehr männerdominiert ist. Und ich glaube aber tatsächlich, dass in der Games-Branche durch den öffentlichen Druck sich da gerade sehr viel tut. Und wenn man sich auch die Indie-Studios anschaut, also die kleineren Teams, die es jetzt heute auch noch gibt, die kleinere Spiele entwickeln, da habe ich das eher umgekehrt erlebt, also dass die sehr divers aufgestellt oder relativ divers, je nach Studio natürlich, und da sehr offen sind. Bin, wie gesagt, guter Dinge, dass es in Zukunft immer besser wird. Genau, durch diese Diversität ergeben sich eben auch noch andere Themen, die Einzug nehmen. Und das ist auch etwas, was du, Helena, in deinem Artikel geschrieben hattest. Ich würde jetzt auf das Gender-Unicorn kommen, das ich jetzt sehr schlecht vom Aussehen erklären kann, aber es sieht sehr cool aus. Deswegen lest euch gerne den Artikel auf Games im Unterricht durch. Es geht aber darum, dass es eben, wie wir vorhin gesagt haben, nicht eben nur weiblich und männlich gibt, sondern es kommt auch auf viele andere Faktoren an, wie Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck oder zugewiesenes Geschlecht bei der Geburt. Und gerade auch das Thema Transsexualität in Games hast du ja auch aufgegriffen in dem Artikel mit einem coolen Beispiel. Willst du dazu ein bisschen was erzählen? Genau, kurz noch mal eine Sache, die ich, glaube ich, klarstellen muss, damit er hier auch erwähnt wird. Ich habe den Artikel nicht alleine geschrieben, sondern mit meinem Kollegen Adrian. Das ist auch auf der Website verzeichnet, nur dass ich hier nicht als alleinige Macherin dastehe, weil das war nicht der Fall. Trotzdem stammt tatsächlich der Teil über LGBTQ in Games von mir. Ich habe da unter anderem über das Spiel Tell Me Why geschrieben. Tell Me Why von Dontnod Entertainment, dieselben Macher, die auch Life is Strange gemacht haben. Was, glaube ich, in dem Fall tatsächlich eine sehr gute Entscheidung war, weil Dontnod Entertainment den Vogel ziemlich oft abgeschossen hat, wenn es so um queere Darstellung geht. Ich bin selbst nicht trans, ergo habe ich die damit einhergehenden Erfahrungen nie gemacht bzw. machen müssen. Trotzdem habe ich bei der Recherche vom Artikel so einige Aspekte gefunden, die allgemeiner ziemlich positiv wahrgenommen wurden bei Tell Me Why. Kurze Erklärung, es geht um zwei Geschwister, eine Cis-Frau und einen Trans-Mann, Zwillinge, die zusammen in ihrem Heimatort in Alaska, sie kehren halt dorthin zurück, beziehungsweise er kehrt zurück, nachdem er in einer jugendlichen Haftanstalt war oder sowas Vergleichbarem. Und es geht viel um ihre Vergangenheit, also sie decken einiges auf, müssen so ein bisschen Hinweise darauf finden, was mit der Mutter passiert ist und so. Also es ist viel ungeklärt, es gibt den einen oder anderen Plot-Twist, deswegen gehe ich auch gar nicht ins Detail. Erwähnenswert ist vielleicht bei Tell Me Why, dass zum einen während der Produktion ziemlich eng mit der Gay and Lesbian Alliance Against Defamation zusammengearbeitet wurde, gerade um so innere und äußere Konflikte bei der Darstellung von Geschlechtsidentität authentisch herzustellen und vor allem auch typische Fettnäpfchen und Klischees zu vermeiden. Also Darstellung von Transpersonen in Games ist in der Vergangenheit schon ab und an mal ein bisschen schiefgegangen. Da ist Birdo von Super Mario aus den 80ern nur ein Beispiel von vielen, wobei man dem natürlich auch zugute halten muss, dem Charakter, dass er überhaupt eingebracht wurde. Vor allem also, zu dieser Zeit. Dass es überhaupt versucht wurde, genau, vor allem zu dieser Zeit, 80er muss man sich dazu vorstellen, also einen Transcharakter immerhin.
Was in Tell Me Why auch noch ganz spannend ist, ist, dass beispielsweise nicht permanent Tylers Deadname verwendet wird und selbst Charaktere, die sich am Anfang noch so ein bisschen mit einem sensiblen Umgang schwer tun, was auch ein Stück weit mit der abgeschotteten Umgebung zu tun hat, weil es spielt, wie gesagt, in so einem Kaff in Alaska. Du hast ja gerade den Deadname erwähnt. Bei Transmenschen ist das ja sozusagen der Name, der ihnen bei der Geburt gegeben wurde, den sie jetzt nicht mehr benutzen, richtig? Genau. Und in der Regel wird versucht, den Deadname zu vermeiden. Sobald quasi schon irgendwie erste Schritte der Transition eingeleistet wurden, sobald vielleicht auch Geschlechtsangleichung, Hormone etc. Also ist eigentlich eher ein schwieriges Pflaster, sollte nicht gemacht werden. Und deshalb ist das ganz cool, dass Donut Entertainment sich damit auch wirklich sich darauf gut eingelassen hat, weil das keine Selbstverständlichkeit ist leider, obwohl es das sein sollte. Und auch zum Beispiel, dass Tyler auch sowohl in der englischen als auch in der deutschen Synchronfassung wurde Tyler tatsächlich von einem Transmann gesprochen. Also das trägt natürlich auch zur Repräsentation und zur Sichtbarkeit bei, was ich extrem wichtig finde. Vielleicht noch, wo wir es gerade schon beim Thema LGBT haben, was auch im Artikel erwähnt wird, was aber vielleicht noch so ein netter Tipp am Rande an die Zuhörerinnen ist. Falls es euch interessiert, wie divers eure Lieblingsspiele sind, im Internet gibt es von der gemeinnützigen Organisation RepresentMe eine Games-Database, die einen ziemlich weitläufigen Übersicht über LGBTQ in Games bietet, unter anderem natürlich auch Tame UI. Also da kann man wirklich den Titel eingeben und dann sieht man, okay, inwieweit wird hier Sexualität, Geschlechtsidentität angesprochen. Ja, also es ist wirklich ein spannendes Thema, vor allem weil bisher, wenn Transcharaktere aufgetaucht sind in Spielen, war es oft so in Nebenrollen. Also in größeren Titeln hat man die vielleicht, wenn überhaupt, als Nebencharaktere. Also BioWare als sehr große Entwickler, der besonders bekannt wurde durch Rollenspiele wie Mass Effect beispielsweise, hat sich da schon sehr bemüht, immer wieder eine gewisse Diversität auch in seinen Cast dann mit einzubringen. Allerdings, wie gesagt, in Form von Nebenfiguren. Aber es ist schon trotzdem nicht schlecht. Aber Tell Me Why ist natürlich in der Hinsicht besonders, weil das wirklich dann zum Thema wird. Und eben, was ich sehr wichtig finde, ist eben in Austausch mit der Community entwickelt wurde und die sich wirklich auch gut darauf eingelassen haben. Weil es ist immer schwierig, quasi wenn man selber nicht dazugehört. Also mir fällt jetzt nur das Beispiel ein, ich habe zu Gender und Games mit einem sehr guten Kollegen, dem Tobi Gekle-Brauchler, einen Workshop gemacht und wir haben uns alle Mühe gegeben, aber wir mussten natürlich auch klar sagen, wir sind zwei weiße Cis-Männer und wollten dann über Gender und Games da berichten. Haben am Ende aber tatsächlich den Fehler gemacht, dass wir die Männer vergessen haben. Also wir haben sehr viel über Frauenbilder und auch über Trans etc. geredet, weil wir halt recherchiert haben und dann wurde von unseren TeilnehmerInnen kam dann die Rückmeldung, ja, aber wir haben zu wenig über Männerbilder und wir im Nachhinein, ja stimmt, da haben wir es echt tatsächlich. Das, wozu ihr eigentlich am meisten nachempfinden könnt. Eben, also wo ich eigentlich am meisten auch aus eigener Erfahrung sagen könnte. Und deswegen bin ich jetzt froh, dass wir immerhin jetzt mit Helena auch noch eine zweite Perspektive hier drin haben. Und wäre natürlich schön, ja, da jetzt noch eine weitere zu haben. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich, sind wir da auf einen ganz guten Punkt gekommen jetzt gerade. Wobei ich tatsächlich jetzt, wo du sagst, von wegen, dass zum Beispiel Transcharaktere so als Nebencharaktere eingebracht werden oder so, finde ich tatsächlich auch eine gute Sache. Also, dass die Transidentität nicht immer nur in den Vordergrund gestellt wird, wenn es in der Story darum geht. Und das ist bei Tell Me Why auch nur semi das Ding. Also, es ist jetzt nicht der primäre Inhalt oder so, aber es ist halt trotzdem schon, spielt es eine tragende Rolle. So. Und mir fällt da tatsächlich, es klingt jetzt ein bisschen wild vielleicht, aber als ein gutes Beispiel fällt mir da tatsächlich Borderlands ein. Borderlands, Shooter, extrem ungewöhnliches Setting, sag ich mal. Ich glaube, den meisten müsste das eigentlich was sagen. So, also es ist sehr bunt, es ist vom Humor her ziemlich speziell so. Also ich mag es total gerne, weil es wirklich super überspitzt ist und eigentlich wird nicht so richtig ernst genommen. Und es basiert zwar auch viel auf Klischees, aber es wird auch oft mit Klischees gebrochen bei den Charakteren. Und was interessant ist an Borderlands, ist, dass auch zum Beispiel verschiedene sexuelle Orientierungen angesprochen werden, weil es eben eine riesige Bandbreite an Charakteren gibt. Und dann tut es auch wirklich einfach keinem weh, wenn man denen noch irgendwie zusätzliche kleine Eigenschaften irgendwie zuschreibt, die vielleicht aber auch nur ganz subtil am Rande erwähnt werden. Also ich weiß von homosexuellen Charakteren, aber auch bi- und asexuelle Charaktere. Und es gibt tatsächlich auch einen spielbaren Charakter, der laut bestätigter Aussage des CEOs von Gearbox nicht binär ist. Und das finde ich für so einen riesigen Titel, der wirklich schon
mehrere, also es gibt ja mehrere Borderlands-Spiele so. Und das finde ich schon echt ungewöhnlich und tatsächlich auch ziemlich cool, dass das so eingebracht wurde, weil es eben doch eine riesige Masse an Spielerinnen gibt. Und gerade dadurch, dass es eben nicht so aufgezwängt wirkt, positive Entwicklung. Aber genau das ist der Punkt. Also im Endeffekt muss es darauf hinauslaufen, dass es einfach zum selbstverständlichen Teil der Spielwelt wird. Also dass man das nicht speziell thematisieren muss, was man sagen kann, wir machen jetzt ein Spiel über sexuelle Identität oder, sondern wir haben das einfach als selbstverständlich, gerade umso größer diese Spielwelten werden, gerade bei Rollenspielen wird ja so viel simuliert und dass es dann einfach selbstverständlich ist, dass es da eben auch Transcharaktere gibt, dass es homosexuelle Beziehungen gibt, die jetzt nicht besonders irgendwie in den Vordergrund gestellt werden, sondern die einfach da sind und die einfach natürlich ablaufen. Und ich glaube, das ist eine Entwicklung, die haben wir nicht nur im Game-Bereich, sondern es gibt inzwischen auch viel mehr Filme und Serien. Also ich persönlich bin ein großer Star Trek-Fan und da gibt es die Star Trek Discovery-Serie. Da kann man auch viel dran kritisieren, aber was sie sehr gut machen, ist, dass sie da einfach eine homosexuelle Beziehung wirklich vollkommen authentisch, aber auch nebensächlich im positivsten Sinne darstellen und dass es jetzt nicht irgendwie groß inszeniert wird, aber dadurch eben einfach dazu beiträgt, dass unsere diverse Gesellschaft sehr viel besser vertreten wird. Ich finde, das ist auch etwas, was Life is Strange sehr gut gelöst hat mit diesem Spielmechanismus, weil man in jedem der Teile sich praktisch aussuchen kann. Es gibt ja immer eine Liebesgeschichte, so ein bisschen eine Romanze, die da stattfindet in einer Episode von den Spielen. Und man kann sich immer aussuchen, ob man diese mit einem männlichen oder mit einem weiblichen Charakter eingehen kann. Und das ist so subtil, dass ich das auch überhaupt gar nicht verstanden hatte. Das war zum Beispiel beim zweiten Teil, ich hatte das gar nicht gemerkt, dass der andere praktisch auch mit mir geflirtet hat. Aber es ist so subtil gemacht und man kann es sich selber aussuchen. Das fand ich so toll, weil es so natürlich reingeflossen ist. Das war jetzt nicht so ins Gesicht gedrückt, sondern wie ihr gesagt habt, es fließt natürlich in die Geschichte mit ein. Aber das ist auch eine Entwicklung. Also man hat auch gemerkt, über verschiedene Schritte kommt man da immer mehr dahin. Also diese Beziehungen, die auch insbesondere in Rollenspielen oder eben in Adventure-Games dargestellt werden, die waren am Anfang auch sehr unbeholfen. Aber auch bei Witcher, sehr bekannte Serie um den Hexer Geralt, im dritten Teil gibt es dann auch die Möglichkeit, Beziehungen mit zwei Figuren einzugehen, zwei Zauberinnen. Aber das Spiel gibt einem dann auch eine Ohrfeige, wenn man beide haben will und versucht, die gegeneinander auszuspielen, dann legen die einen rein und das fand ich auch, also nicht, dass ich es versucht hätte, ich habe das jetzt in dem Fall nur gelesen. Hätte ich jetzt auch behauptet, Spieler. Deren. Genau. Ich habe vor, ich glaube, vor einem Monat mal für einen Workshop mit Kindern Cosplay-Bilder raussuchen wollen. Und bei den Männlichen war das absolut kein Problem. Aber sobald man Cosplay und Frau eingibt oder Woman, kriegt man eigentlich, ja, es ist eigentlich mehr Pornografie als normales Cosplay. Aber es liegt halt auch daran, wenn man sich jetzt, weiß nicht, wie Bayonetta anziehen möchte oder wie Lara Croft, dann ist man halt schon sehr, sehr freizügig. Und ich da jetzt eigentlich so Beispiele nennen wollte, so hey, du musst dich nicht sexualisieren, um Cosplay machen zu können. Aber zum Beispiel mit Charakteren wie Max aus Life Strange und anderen, die wir jetzt genannt haben, ist es eben auch möglich, Cosplay machen zu können, auch wenn man sich unwohl fühlt, eben viel Haut zu zeigen. Genau das ist ja so der Punkt. Also, dass man nicht nur die eine Seite hat, sondern dass es eben eine große Bandbreite an Identifikationsfiguren gibt und dass man halt die Möglichkeit hat, sich da so ein bisschen rauszupicken und dass einem nicht einseitig so ein bestimmtes Bild vermittelt wird. Die einzige Sache, die mir gerade noch einfällt, worüber wir bisher noch nicht so wirklich viel gesprochen haben, ist natürlich vielleicht auch grundsätzlich Attraktivität, weil es fällt schon auf, dass viele Charaktere, selbst wenn sie vielleicht noch viele andere Facetten haben, sie sind eigentlich immer alle schön. Also so am Ende des Tages so, und ich finde, ich glaube, wir hatten auch zwischendurch schon kurz das Thema angeschnitten, dass man das bei Indie-Games ziemlich stark merkt, dass darauf nicht wirklich Wert gelegt wird und dass das oft ein ziemlich diverses Abbild von Aussehen ist, sowohl in Bezug auf zum Beispiel Figurentypen und, weiß ich nicht, Gesichtszügen? Gesichtszüge, korrekt, so heißt das Wort. das merkt man schon ziemlich stark, dass die vielleicht auch nicht so den Druck durch irgendwie Publisher haben, die dahinter stehen und sagen, wir brauchen gute Verkaufszahlen und so und wir brauchen was zum schön angucken und so, sondern dass die vielleicht auch eher so ein bisschen andere Intentionen haben bei der Erschaffung ihres Spiels. Also ein super spannendes Beispiel ist hier Horizon Zero Dawn mit der Hauptfigur Aloy. Also auch ein Spiel, was ich geliebt habe. Also auch an der Hinsicht ist Aloy auch ein Musterbeispiel für eine starke Protagonistin, definitiv. Also die auch komplett selbstbestimmt und es ist komisch, dass man das immer so betonen muss, aber ist halt leider immer noch eher was Besonderes. Also, noch müssen wir das leider betonen. Ja, noch müssen wir das leider. Aber auf jeden Fall hat sie sich dadurch ein wirklich sehr
positives Bild gemacht. Und jetzt gab es den zweiten, oder kommt jetzt bald der zweite Teil raus. Und im Trailer haben sie halt Aloy, also im ersten Teil entspricht sie, sage ich noch, dem klassischen Schönheitsideal. Und ist halt eine hübsche Frau, so ein makelloses Gesicht etc. Und im zweiten ist sie halt die taffe Kämpferin. Und sie haben sie ein bisschen, ja, sage ich mal, ja, wie soll man es beschreiben? Also man, wer es wissen will, der kann die Bilder sich anschauen, dass das Gesicht so ein bisschen, ja. Sie hat realistischere Züge bekommen. Ja, genau. Und jetzt nicht ganz extreme Westentaille etc. Also so, dass sie einfach ein bisschen normaler aussieht. Und das wurde aber gleich dann in einem großen Shitstorm irgendwie zum Vorwurf gemacht. Und so, ja, warum haben sie die hässlich gemacht etc. Und dann wurde natürlich auch aus dem Trailer so ein Screenshot genau so genommen, dass sie gerade das Gesicht so ein bisschen komisch verzieht und das dann immer gegenübergestellt. Und so, ah, warum macht ihr die Aloy so hässlich? Und das ist ja alles hier eine Verschwörung und die wollen uns die schöne Protagonistin nehmen. Was natürlich Blödsinn ist. Also wenn man die auch im Bewegtbild sieht, die sieht jetzt nicht hässlich aus. Also sie sieht halt ein bisschen normaler aus und das ist genau diese Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet. Aber wenn man auch sagen muss bei solchen Sachen, es ist natürlich immer der Aufschrei von einer kleinen Teil. Also das Spiel wird sich trotzdem, bin ich mir ziemlich sicher, super verkaufen. Das heißt, so die große Menge der SpielerInnen weiß es eher zu schätzen. Es ist auch interessant aus der Perspektive, dass mal betrachtet wurde, wie biologisch überlebensfähig die Frauen sind, die in Serien, Filmen und auch in Spielen dargestellt werden. Und du hast ja schon die Wespentaille angesprochen. Viele haben so eine dünne Taille, die könnten gar nicht laufen, wenn sie echte Frauen wären. Und da ist es halt krass, dass wenn du mal, ähnliches Beispiel bei der Barbie, wenn du sie realistischer darstellst, stört das sehr viele Leute, weil wir diese krasse Perfektion, die überhaupt nicht realistisch und biologisch machbar ist, gewohnt sind. Aber auch genauso bei den Männern. Die haben dann kein Sixpack, die haben irgendwie ein 12-Pack und Schultern, die so breit sind, dass du die niemals hinbekommen könntest. Und das ist echt cool, dass das eben jetzt auch in die andere Richtung geht, dass man sich wirklich identifizieren kann und sich nicht fühlt wie, so werde ich niemals aussehen können. Das Witzigste an diesen Frauendarstellungen ist natürlich auch immer, dass das dann trotzdem teilweise diese starken Heldinnen sind, die so richtig viele Leute verkloppen. Und man denkt sich so, how? Mit welchen Muskeln? So, also, wie? Aber da ist der Punkt, dass Spiele natürlich trotzdem ein Fantasieprodukt bleiben und Fantasie-Setting. Also da ist halt auch die Frage, wenn Spiele einen sehr realistischen Grafikstil haben, dann erwarte ich eben auch, dass Figuren auch von den Proportionen her realistisch dargestellt werden, sowohl Männer wie auch Frauen. Aber wenn es man eh in einem völlig überzeichneten Comic-Look ist, also Borderlands hattest du gemeint, das ist einfach over the top. Ja. Und da stört es mich auch nicht, wenn die Figur dann keine super Wespentaille, auf der anderen Seite gibt es auch Figuren, die einfach so dermaßen muskulös sind, dass sie auch eigentlich nicht mehr stehen könnten oder zur Seite umkippen. Deswegen, genau. Gut, dass du es nochmal ansprichst, weil in Borderlands gibt es tatsächlich auch einen Charakter namens Ellie. Ellie ist die Schwester von Scooter, der so ein bisschen dafür verantwortlich ist, dass man vom Fleck kommt, also Autos und so. Und Ellie ist wirklich extrem korpulent und zwar nicht mehr nur einfach so, wie man das vielleicht bei so Einstellungen hat in irgendwelchen MMORPGs oder so, dass man den Charakter vielleicht ein bisschen kräftiger bauen kann oder so, sondern wirklich so korpulent, dass man sich schon denkt, wow. Also wirklich so, wie man es auch vielleicht nicht unbedingt kennt. Und es wird aber in keinster Weise irgendwie ins Lächerliche gezogen. Also es ist natürlich auch wie alles in Borderlands ein bisschen selbstironisch. Es gibt vielleicht auch mal Missionen, wo Ellie einem aufträgt, so bestimmte kleine Figuren, die irgendwelche Banditen von ihrer Körperstatur gebaut haben, dass man die halt einsammelt. Und als sie die dann hat, sagt sie aber, ach, die sind so nice. So, ich stelle mir die jetzt hier überall in meiner Garage auf. So. Ein Punkt, den du noch angesprochen hast, den wir jetzt noch nicht hatten, sind die Charaktereditoren. Also es ist ja bei vielen Spielen so, dass man sich selber eben seine Figuren erstellen kann. Und du hast gemeint, so auf der einen Seite sind halt immer Regler. Also es ist so quasi die Normbandbreite, so von besonders schmal bis zu bestimmt breit und so weiter. Mehr geht halt nicht. Und da ist jetzt auch die Frage, wie vielfältig sind diese Editoren? Und da sind wir auch bei dem Thema Gender wieder. Inwieweit muss ich, also früher war es halt so, okay, ich kann männlichen, weiblichen Figur auswählen. Inzwischen ist man da jetzt, gibt es auch Spiele, also bekannt ist Cyberpunk, was sich damit gerühmt hat, okay, es spielt in einem Setting, wo, was so im Cyberpunk-Setting natürlich, sagt der Name schon, wo man auch die Grenzen zwischen den Geschlechtern nicht mehr hat. Und es wurde auf der einen Seite sehr dafür gelobt, dass man dem Editor jetzt nicht bestimmen muss, hier männlich, weiblich, aber es ist dann daran gescheitert, dass die Stimme in der Vertonung, dass man trotzdem nur eine weibliche und eine männliche Stimme hat. Und du hast ja angesprochen, bei Tell Me Why haben sie dann auch eine Transperson die Stimme sprechen lassen. Und das war dann, fand ich, auch so der Schritt, man muss es dann auch zu Ende denken. So, okay, wenn ich jetzt schon das reinbringe, dann muss man es auch zu Ende denken und auch die Stimme
mit berücksichtigen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich, allein schon die Tatsache, dass man jetzt nicht mehr auf binär männlich-weiblich da festgelegt ist, ist schon mal ein Schritt und das zeigt, in welche Richtung es geht. Ich finde, ein gutes Beispiel ist da tatsächlich auch immer Sims. ganz klassisch, immer noch weit verbreitet, würde ich mal behaupten. Und in Sims 4 ist es so, dass man, glaube ich, Erscheinungsbild auswählen kann, also ob das eher männlich oder weiblich ist und ob man zum Beispiel schwanger werden kann, wenn ich mich richtig erinnere, was schon auch eher ungewöhnlich ist, wenn man das so mit anderen Spielen vergleicht, in denen es eben so einen Charakter-Editor gibt. Und was mir auch noch einfällt, ist tatsächlich Animal Crossing, also wo es wirklich überhaupt gar keine Rolle spielt. Aber greif ruhig erstmal ein noch zum Thema Sims. Nee, kurz zum Sims. Also natürlich, du hast es jetzt nicht gesagt, aber es können auch männliche Charaktere einfach schwanger werden, indem du das dann halt erlaubst und aktivierst und da auch damit brechen. Also was es ja eigentlich auch viel interessanter macht, weil du kannst dir auch einfach später nochmal aussuchen, dass, keine Ahnung, der Charakter ja so ans Herz gewachsen ist, dieser Sim, ja, ich will trotzdem, dass die Person jetzt schwanger wird. Und das ist ja das Coole an dem Spiel. Im realen Leben ist das schwieriger, aber im Spiel kann ich dann sagen, okay, du wirst jetzt trotzdem schwanger, weil ich möchte, dass ihr beide ein Baby habt. Bei Sims hat man auch eine vergleichsweise große Bandbreite an Körpergewicht, die man einstellen kann. Und so wie bestimmte Gliedmaßen zum Beispiel aussehen und wie die geformt sind und sowas. Also das hat Sims 4, finde ich, relativ gut gemacht, weil gerade bei so größeren MMOs oder so, da ist das schon, also weiß ich nicht, ich würde schon auch alle noch als normalgewichtig beschreiben, die man da so einstellen kann, in den meisten Fällen. Was hier vielleicht auch interessant ist, wenn man sich auch wieder Studien anguckt, eine von 2020 sagt, dass sich 70% der Gamerinnen und 61% der Gamer auch mehr Diversität wünschen und dass sehr viele Sachen zu sexistisch dargestellt werden. So wie du gerade gesagt hast, Dejan, auch die Gesellschaft verändert sich, deswegen werden sich auch die Spiele verändern, genauso wie alle Serien und Filme sich verändern. Und ich denke, das ist eigentlich ein ganz guter Trend, den man sich da angucken kann. Also ich bin da auch, wie gesagt, sehr positiver Dinge, weil ich habe das Gefühl, so viel, wie sich es jetzt gerade in den letzten ein, zwei Jahren tut, hat sich nicht in den letzten 20 Jahren getan. Also deswegen, also wenn man sich so ältere Studien anschaut, waren die erschreckend und ich bin sehr gespannt, wie sich es jetzt in Zukunft weiterentwickeln wird. Ja, wir haben ja jetzt sehr viele Themen angesprochen. Rückblickend, Helena, was würdest du sagen? Was ist für dich das Beste, was passiert ist? Ich bin tatsächlich positiv überrascht, wie viele verschiedene Perspektiven wir irgendwie aufgegriffen haben, obwohl wir doch zu dritt sind und vielleicht jetzt nicht die heterogenste Masse, die man sich so vorstellen könnte. Also das finde ich eine ganz coole Sache. Ich denke, wir haben ganz gut herausgearbeitet, wie viel sich gerade verändert und wir selber uns diese Entwicklung auch wünschen und dass auch keinem weh getan ist, wenn man mehr Diversität einbringt. Also es tut wirklich keinem weh, man merkt aber doch, dass es eben immer ein recht kleiner Teil ist, der da irgendwie aufschreit und das wirkt dann sehr laut und man denkt sich dann vielleicht auch schnell, okay, wir müssen vorsichtig sein und jeden inkludieren und so weiter und so fort. Aber im Grunde genommen merkt man doch schon jetzt, wie vielfältig die Spielelandschaft ist und was für schöne Auswirkungen das hat und wie sehr man da in die Tiefe gehen kann. Also für mich war das jetzt auch nochmal wirklich eine Reise, also sowohl das Gespräch als auch die Vorbereitung darauf hin. Ich habe mich dann auch nochmal so, sage ich mal, in meine Kindheit zurückversetzt und überlegt, ja, was haben mich denn da für Spiele geprägt, auch was für Figuren, weil wie gesagt, gerade als Kind, Jugendliche ist man da so drin irgendwie und auch wenn damals die Figuren nicht so ausdifferenziert gezeichnet waren, also nicht nur im wörtlichen Sinne, sondern einfach vor allem auch in der Darstellung, wie die Charaktere interagiert haben, hat man sich doch sehr viel reinprojiziert. Man merkt einfach, dass, auch wenn das erstmal sehr, sag ich mal, naiv angefangen hat und man muss auch sagen, aufgrund dieser Zeit, also man kann das den Entwicklern sicher auch zum Vorwurf machen, dass sie das nicht schon früher auf dem Schirm hatten. Auf der anderen Seite kann man froh sein, wie sich das jetzt gerade entwickelt hat und wie viel Sensibilität sich inzwischen für das Thema einfach da ist. Und ich bin, wie gesagt, sehr optimistisch, dass es in Zukunft besser wird. Mir fällt gerade auch noch eine kleine Sache ein, weil wir sind ja ein Podcast unter anderem für Lehrkräfte und Pädagoginnen. Ich denke, ihr habt wahrscheinlich auch schon im Teaser und in den letzten Folgen so ein bisschen darüber gesprochen, inwieweit sich halt Games von anderen Medien abheben und welche Relevanz das auch für solche Themen hat, über die wir heute gesprochen haben. Allein durch den immersiven Charakter und durch die Selbstwirksamkeitserfahrung, die man macht. Also für Kinder und Jugendliche bietet das halt eine enorm große Identifikationsfläche und umso wichtiger ist es natürlich, dass Games ein diverses Abbild unserer vielfältigen Gesellschaft widerspiegeln und dadurch auch vielleicht ein gewisses Verständnis für Toleranz und Respekt gegenüber einander fördern. Sehr tolle abschließende Sätze. Ich kann mich dem, was ihr gesagt habt, nur anschließen. Ich freue mich auch mega auf die Spiele, die rauskommen werden. Ich freue mich, andere Perspektiven einzunehmen und vielschichtigere Charaktere auch zu sehen. Und alle Spiele, über die wir heute geredet haben, werde ich auch in die Videobeschreibung verlinken.
Ihr könnt euch gerne Helenas Artikel auch durchlesen. Da stehen auch viele Sachen, die wir heute besprochen haben, nochmal drin. Den werde ich auch verlinken von der Games im Unterricht-Seite. Vielen Dank, Helena, auch, dass du dich bereit erklärt hast, auch mitzumachen. Ich hoffe, wir sehen uns alle drei auch in real bald wieder. Pandemiebedingt sind wir jetzt getrennt, aber im Herzen sind wir beisammen. Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat viel Spaß gemacht, mir persönlich, und ich hoffe, euch auch. Und ich freue mich sehr auf die nächsten Folgen, die ihr noch so plant. Dem kann ich mich auch nur anschließen. Also war ein wirkliches Vergnügen, mit euch zu reden. Dankeschön. Und somit verabschieden wir uns und bis zur nächsten Folge. Tschüss. Tschüss. Ciao.